willkommen zum fünften Teil unserer Serie über Wunder. Und wir wollen heute einmal sehen, das Ziel aller Wunder oder auch die Priorität bei Heilungen. Schaut, ein gesunder Mensch, der freut sich, dass er gesund ist und hat viele Wünsche, aber ein Kranker hat nur einen Wunsch, er will gesund sein. Hauptsache gesund, sagt man. Für viele ist Gesundheit das größte Gut, natürlich. Man lebt nur einmal, denkt man. Und hat eine begrenzte Zeit, denkt man. Dabei hat Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt, heißt es im Buch Prediger 3, Vers 11. Nicht als Substanz, nicht als genetische Selbstverständlichkeit, sondern als Frage, dass wir die Fragen stellen nach dem ewigen Leben. Was kommt nach dem Tod? Warum müssen wir hier leiden, wenn Gott Liebe ist? Warum müssen wir hier sterben, wenn Gott will, dass wir ewig leben? Was ist der Sinn des Lebens? Und so weiter. Gott hat Antworten auf diese Fragen, aber wir Menschen sind verhärtet, verblendet im Materialismus, im Atheismus, reduziert auf dieses Diesseits. Und Gott gebraucht Wunder, um uns wach zu rütteln für die Tatsache, dass es den Übernatürlichen gibt. Und dann müssen wir uns auf die Reise machen mit diesen Fragen. Deswegen, Prophezeiung und Erfüllung führt uns direkt zu seinem Wort, damit wir die Informationen bekommen. Und es gibt bei allen Wundern, die Gott tut, eine Priorität. Und hier ist das Ziel aller Wunder. Ich habe gestern darüber gesprochen, dass das größte Wunder das ist, dass Jesus Christus dort am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Das ist das Wunder der Liebe Gottes, das uns erlöst. Schaut, in Matthäus 9 haben wir eine fantastische Geschichte, über die wir reden wollen. Da brachten sie einen Gelähmten zu Jesus, ab Vers 2, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da würden heute welche sagen: Was, Jesus, was redest du hier von den Sünden? Hör doch auf, wenn du was kannst, dann heil ihn. Oder hab wenigstens Mitleid mit ihm, aber was redest du den armen Kerl ja noch auf seine Sünden an? Schaut, selbst in vielen Kirchen, vielen Gemeinden ist das Thema Sünde heute nicht mehr präsent. Ein bekannter, weltbekannter Fernsehprediger hat es selber gesagt, live: Seitdem ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist die Halle bei mir voll. Schaut einmal, man leugnet die Tatsache der Sünde, obwohl Jesus gesagt hat, Johannes 16, Vers 8, der Heilige Geist wird von Sünde überführen. Es ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Es ist der Sünde-Sold, der Tod. Wir sollten über Sünde nachdenken, was das wirklich ist. Wenn wir erkennen würden, wie schlimm eine einzige Sünde ist, dann würden wir lieber den Tod wählen, als nochmal eine Sünde tun zu wollen. Hast du echte Sündenerkenntnis? Die meisten Christen haben das nicht. Das ist traurig. Bitte Gottes Geist, dir eine tiefere Sündenerkenntnis zu geben. Alle rennen momentan vor einem Virus davon. Wenn wir erkennen würden, wie schlimm Sünde ist, dann würden wir eine kleine Sünde mehr fürchten als alle Impfungen und als die kommende Diktatur und als sonst was mit dem Virus und sämtlichen Mutanten zusammen. Schaut mal, Jesus sagt hier: Deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihren Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Und jetzt die Frage aller Fragen. Find du eine Antwort drauf? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Was ist leichter zu sagen? Schau mal, keiner kann sagen: Nimm deine Matte, steh auf und geh. Das geht nicht, das liegt nicht in menschlicher Kraft. Es ist relativ einfach für uns zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben. Das hören wir in jeder Kirche. Deine Sünden sind vergeben. Gott vergibt Sünden in Clubhäusern von kriminellen Motorradclubs. Gott vergibt mir nie. So als ob die Vergebung der Sünden irgendeine Kleinigkeit, irgendein Nebending wäre. Aber aus der Sicht der damaligen religiösen Juden war es unmöglich, dass ein Mensch diese Worte sagt: Deine Sünden sind dir vergeben.
Denn es war klar, nur Gott kann Sünde vergeben. Die Tatsache, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, war Gotteslästerung und Anmaßung. In ihrem Denken, und da hatten sie recht, konnte nur Gott Sünde vergeben. Die Frage ist, Jesus, wer bist du? Wie kannst du es wagen, diese Worte auszusprechen? Sind es nur leere Worte? Nein, Jesus hat diesen Worten Taten folgen lassen müssen. Wie konnte Jesus die Ehebrecherin nachher laufen lassen, die die Steinigung verdient hat? Nur indem Jesus auch ihre Schuld auf sich genommen hat als Lamm Gottes. Jesus ging und nahm die Sünde der Welt auf sich und er ging ans Kreuz. Jesus macht nicht leere Worte. Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden die Strafe erduldet, die wir verdienen. Sünde ist Gesetzesbruch. Und für jeden Gesetzesbruch gilt die Todesstrafe. Jesus hat diese Strafe auf sich genommen. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Aus unserer Sicht ist es unmöglich zu sagen, steh auf und geh umher. Wir sagen diese Worte so leicht daher, deine Sünden sind dir vergeben. Aber nimm mal die Perspektive Jesu ein. Er hat sich lieber ein Wunder gewundert, für ihn ist nichts unmöglich. Er konnte dem Gelähmten sagen, steh auf und geh umher. Deswegen sagt er auch, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderten sie sich und pries Gott. Und so weiter. Schaut mal, Jesus heilte, damit die Menschen begreifen, wer er ist. Er heilte, damit die Menschen begreifen, wozu er gekommen war. Er war nicht gekommen, um letztendlich alle zu heilen und Brot für die Welt und ein Frieden und ein Himmel auf Erden. Nein, er war gekommen, um uns von Sünde zu erlösen. Und all das, was ich jetzt angesprochen habe, wird es erst beim zweiten Kommen Jesu geben. Dann wird das ewige Friedensreich anbrechen. Aber bis dahin gilt es, glaube an Jesus Christus und kehr um von deinen Sünden. Bist du bereits umgekehrt? Oder glaubst du nur, dass Jesus Wunder tun kann? Der Glaube daran, dass Jesus Wunder tun kann, rettet nicht. Es ist die Tatsache, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und unsere gläubige Umkehr von Sünden. Herzliche Einladung zum nächsten Teil.